das. Klar, machen wir immer. So, servus Leute, heute habe ich mal die 28er hier. Und jetzt habe ich direkt mal die erste Frage. Wie kommt man auf 28 Onkels Cover? Weil ich habe mir diese 28 nie erklären können bis heute. Ist eigentlich ganz einfach. Auf der Kneipenterroristen-CD von den bösen Onkels ist das Instrumentalstück 28. Und davon haben wir uns etwas inspirieren lassen, haben den Titel bzw. den Titel gleich zum Bandnamen gemacht. Das ist ja schon mal recht einfach zu erklären dann am Ende. ihr habt ja keine eigenen Alben, ihr covert ja größtenteils zu 99% oder 99,9 sagen wir sogar. In der Besetzung, ja. Ich habe euch ja schon mal in einer anderen Besetzung gesehen, auf dem Warm-Up. Ist das für euch ungewohnt, häufiger mal in anderen Besetzungen zu spielen, oder habt ihr zu 90% die gleiche? Na, ich sag mal, eigentlich ist es so eine Stammbesetzung, aber ich sag mal jetzt als Coverband, da kennt man sich ja untereinander, man hilft sich gegenseitig aus, dann ist mal irgendjemand krank, gerade im Winter oder sowas, da passiert es schon mal eher. Und dann ist es auch nicht ungewohnt, wenn man da mal eine Aushilfe dabei hat. Da hätte die Videolampe doch geholfen. Es sollte definitiv nicht der normale Fall sein. Wir haben unsere Stammbesetzung, die besteht aus Andy, Rossi, Mitch und ich. Und in der wollen wir soweit möglich immer spielen. Aber es ist schön, dass man über die Jahre so viele Kumpels und Freunde kennengelernt hat, auf die man sich verlassen kann und die man auch gerne mal dazu bucht, wenn Not am Mann ist. Ja, das ist doch perfekt. Besser kann man doch nicht reagieren, wenn mal wer krank ist oder sonstiges halt. Was ist denn so das geilste Konzert gewesen, was ihr bisher gespielt habt, oder sind alle einfach geil? 16. Januar 2016 Pogo Festival, das erste Pogo Festival der 28, es war bombastisch. Es war für mich persönlich das Live in Dortmund der bösen Onkels. Für dich auch, oder? Es ist schwierig, ich finde, dass jedes Konzert irgendwo seinen Charme hat und seine Ups und Downs. Also da ist es schwierig, was rauszupicken, was es irgendwie die Number One wäre. Aber ja, ich denke, das war damals schon so ein Highlight, ne? Absolut, ja. Gibt es denn so für die Band einen Traum, wo ihr unbedingt mal spielen wollt oder mit wem auch immer? Schwierig. Also jeder von uns in der Band hat so seine Künstler, die er verehrt, beziehungsweise warum er Musik macht. Also ich persönlich würde gerne mal mit Iron Maiden oder jemand oder Alterbridge Dream Theater auf der Bühne stehen, aber das lässt sich mit der Musik schwer realisieren. Aber wir hatten in der Vergangenheit schon mal die Gelegenheit, mit einzelnen Bandmitgliedern der Onkels auf der Bühne zu stehen, ist natürlich auch ein großes Highlight. Gibt's denn so auch als Onkels Coverband auch leider so Menschen, die euch dann direkt in eine falsche Schublade stecken, oder habt ihr damit nichts zu tun? Naja, ich sag mal, ich glaube, das gibt's in jedem Genre, egal ob das jetzt Rock, Metal oder Schlager ist. Irgendjemand denkt immer in Schubladen, und ja, als Onkels Tribute ist das natürlich auch der Fall, aber da stehe ich zwischenzeitlich drüber. Also das ist mir egal. Jemand, der mich kennt oder kennenlernen will, der kann das gerne tun, und wer sonst sich ein Bild macht, der tut es woanders auch. Ja, wobei man sagen muss, die Onkels hatten jahrelang in Deutschland das Problem, dass sie in eine Schublade gesteckt wurde. Jetzt ist es halt mittlerweile freiwillig, aber die Onkels sind mittlerweile sehr akzeptiert und sind einfach so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und das finde ich auch sehr gut. Habt ihr denn so ein Konzert in diesem Jahr, wo ihr euch noch drauf besonders freut und wo ihr sagt, ey Leute, kommt da alle hin? Wir haben noch einige Konzerte, die man auf Facebook oder auf unserer Homepage nachvollziehen kann, beziehungsweise man kann unseren Tourplan dort sehen, und ich möchte jetzt kein gewisses Konzert irgendwie hervorheben, weil das sind noch einige richtig coole Konzerte oder Sahnestücke dabei, auf die wir uns auch sehr freuen. Ich sag mal so, im Grunde genommen macht es das Publikum zu einem besonderen Konzert und nicht die Location oder wer auch immer. Das heißt, die Location ist euch egal, ob Wohnzimmer oder Olympiastadion im Endeffekt. So ist es. Ich muss ehrlich sagen, man hat schon vor 500 Leuten in einer halbleeren Halle gespielt oder vor 100 Leuten in einem Club, und die Stimmung
mit 100 Leuten war besser als mit 500 Leuten. Also die Anzahl der Leute macht nichts aus. Wie siehst du das? Auf jeden Fall, ja. Also die Leute machen es zum persönlichen Highlight. Genau, ja. Ist es für euch denn so jetzt persönlich sehr anstrengend, jetzt gestern Abend bis 1:30 oder 1 Uhr zu spielen und heute schon morgens zum Fußball zu gehen und jetzt gleich schon wieder auf die Bühne zu müssen oder Arsch lecken, durchziehen, fertig? Ja, sag was dazu. Ja, okay. Ja, ich bin so der Schlimme in der Band. Also Fußball-Auftritt. Es ist eigentlich perfekt. Nee, wir sind ja in einer gewissen Weise schon abgehärtet. Es geht. Ja, man ist ja, nicht man ist ja hart im Nehmen. Oder? Ja, mehr möchte ich auch nicht ohne meinen Anwalt sagen. Ja, aber das geht schon. Also ich meine, die Vorfreude, die pusht einem ja immer so ein bisschen. Das heißt, man hat ausgeschlafen, man hat gefrühstückt und ja, also wir haben auf jeden Fall Bock. Und ob dann danach nochmal ein Tief kommt, das wird sich ja dann zeigen. Oder am Montag erst. Ich möchte betonen, dass es heute kein Frühstück gab. Ja, bei dir nicht vielleicht. Dafür länger geschlafen, ne? Ja, es wurde nicht dazu gebucht, wir wurden vergessen. Okay, anderes Thema. Gibt's denn so Konzerte, wo ihr sagt, ey, die sind so geil, und zwar Konzerte, die nicht in Deutschland gewesen sind, die ihr euch einfach denkt, boah, geil, da möchte ich nochmal spielen? Mit deutschsprachiger Musik schwierig, weil da... Es kommt ja nicht wie in Frage. Also, wir haben mit Österreich, Schweiz. Bereits in Österreich gespielt, wir haben in der Schweiz gespielt, also mehrfach in der Schweiz. Und wir hatten sogar mal einen Auftritt in Belgien. Stimmt. Ja, okay. Das ist doch ein Kalender. Ja, auch wenn es bloß 500 Meter waren. Aber wir waren in das Belgien. War auf belgischem Boden, genau. Ja. Also, im Grunde genommen, wie gesagt, das sind alles in einer gewissen Weise Highlights. Also jedes Konzert, scheiß drauf, egal wo, Hauptsache. Ja, wir hatten auf jeden Fall das heißeste Konzert in der Schweiz. Es war im Sommer in einem geschlossenen Club und ich glaube in einem Laden hat es, keine Ahnung, knappe 60 Grad oder sowas. Gefühl zumindest. Also ja. Klingt nach Musikbuch. Ja, genau, in der Musikbuch. So aber es war geil, aber sehr da sind wir übrigens am 25. 26. August wieder. Hätte ich jetzt noch gesagt. Mit Krawallbrüder, Brennstoff. Onkels in der Schweiz, so ist es, ja. Dann danke ich euch für das Interview. Wir sehen uns auf der Onkelsnacht. Sehr gerne. Einen schönen Abend euch und viel Spaß auf der Bühne gleich. Dankeschön. Ciao, Leute.